Der Barbecue-Mensch, ne? Aber lässt zumindest den Kanister fallen. Und vaporisiert. Anyways. Ah Gott, ich muss nicht weg. Da vorne war irgendwas. Nicht mehr genau sicher was, aber irgendwas war da. Das war einfach nur ein Prepper-Versteck, glaube ich, ne? Hier ist voll die Party. Gott, das ist ein Heavy. Dass das ein Heavy ist, dann... Bye. Muss ja noch einer sein, oder? Können wir die plündern? Können wir die aufmachen? Irgendwas konnten wir doch damit eigentlich machen, oder? Ah, hier ist der Hebel. Voll nützlich. Es waren doch zwei und ich habe nur einen umgeschossen. Wo ist der zweite hin? Einfach keine Lust, dass der uns gleich in den Rücken fällt, aber... wie kommen wir denn da mal hoch? Ernsthaft. So nicht. Nicht mit mir. Wobei, vielleicht hätten wir da auch eh runtergemusst. Ich weiß es nicht. Unten liegt auf jeden Fall irgendwas. Gott. Wirklich. Nicht doch. Ich finde, wir sind hier weit genug weg. Hier sind wir nicht. So. Aufschweißen wir zwar schneller, aber bis wir auf das Ding drüber gewechselt haben. Aber das ist doch auch nicht alles, was wir hier... Okay, da kommen wir nicht durch. Ist das jetzt dein scheiß Ernst, dass du da runtergefallen bist? Und warum sind da nochmal Bienen? Warum ist das nötig? Uns daran festhalten können. Hm, so geht's auch. Gott, wie hoch ist das Teil denn? Oh, na endlich.
okay. Ja, es heißt halt auch nicht umsonst Wespennest, ne? Den Goldmedaillenskin in den Läden freigeschaltet, okay. Na, meinetwegen. Gut, sind wir dann im Holland Valley fertig? Oder ist hier noch irgendwas ganz dringend? Da ist eine Wackelkopffigur, aber die ist auch, glaube ich, schon im anderen Gebiet, ne? Genau, da ist der Henbane, ist die Brücke. Ja, dann ist das definitiv die andere Region. Dann sind wir hier durch, glaube ich, ne? Die Silos haben wir auch alle. Ah, die Klatschnixen-Mission. Das ist die Klatschnixen-Mission, oder? Ich bin mir unsicher, aber ich glaube, es ist die. Schauen wir mal. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Schrauber hat auch schon bessere Tage gesehen. Wo ist der so kaputt gegangen? Davon, dass der Rotor ein bisschen an dem Schaukelgerüst da rumgeschraffelt ist? Eigentlich kann das nicht die gewesen sein, das passt von der Region gar nicht. Vielleicht brauchen wir ihn noch. Na dann. Am 19. Juni 1900. Na, ah, es ist sie. Zu langsam, ne? Ein bisschen mehr Gas geben. Shit. Bis dahin war es voll gut. Die Zeit ist abgelaufen. Okay, aber jetzt weiß ich, dass da diese scharfe Kurve danach kommt, dann können wir uns da eher vorbereiten. Ich wusste die Strecke halt auch echt nicht mehr. Und bis dahin war das ganz okay. Zeitlich ausbaufähig, aber machbar. Erstmal noch gar nicht abheben, ne? Dann mache ich automatisch, okay. Ob ich das will oder nicht. Ich kann gar nicht hinsehen. Dann lass es doch. Schön ist, wir müssen halt auch nicht mitten durchfliegen. Das macht vieles ein bisschen einfacher. Both breaking trouble. Rip, 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 rip,
du nicht sagst. Gott verdammt. Ja, okay, das kann ich vergessen. Die Zeit habe ich nicht. Fuck! Das war voll gut. Bis dahin war das voll super. So ein Dreck. Weißt du, manchmal kannst du so... Müsstest du gefühlt schon mit einem halben Flügel im Baum hängen und kommst locker durch. Und dann hast du so Sachen, wo du einfach denkst, ah, da passe ich locker durch. Geht ja sonst auch. Und dann bleibst du auf einmal hängen. Ja, wir schaffen das. Ich bin zuversichtlich. Da bin ich auch nicht so salty. Also wenn ich es noch 20 Mal nicht schaffe, dann bin ich wahrscheinlich sehr salty, aber im Moment alles schön. So, hier kann ich halt easy dicht an dem Baum vorbei. Also da war halt echt nicht so wahnsinnig viel Platz. Auch unter dieser Brücke durch. Also eigentlich müssten wir... Beim Versuch davor, guckt es euch an, wie knapp ich da an der Brücke durchgeeiert bin. Das wird zeitlich einfach nichts, oder? Jetzt zu viel Zeit verloren. Ich kann halt auch nicht mehr Gas geben. Nee. Bin halt Maximum Speed geflogen. Ging halt nicht anders. Okay. Das habe ich ja voll erwischt, oder? Das Tor habe ich ja... Ich habe den Sound nicht gehört, aber wird schon gepasst haben. Aber ich habe scheinbar echt Tore nicht erwischt. Ich habe voll wenig Zeit. Dann... Habe ich scheinbar echt zwei Tore nicht erwischt. Aber die habe ich auch locker ge... Naja, sei es drum. So sei es, so sei es. Die Folgen immer so eine halbe Stunde gehen, habe ich ja noch 16 Minuten. Nur, ich müsste mir nicht immer die dummen Kommentare wieder anhören. Also nicht von euch. Sondern sowas. Das halt auch immer das Gleiche ist. So, da hätte ich doch aber mit dem Flügel auch locker hängen bleiben müssen, oder? Aber das ist tatsächlich eine Strecke, in der man, also ein Teil der Strecke, wo man zwangsläufig Zeit verliert. Es geht nicht anders. Wenn er einen Baum trifft, ist er Geschichte. So, und dann ganz massiv abbremsen. Ja, das ist alles noch schön. Vielleicht. Okay.
Ich hoffe, wir kommen mit der Zeit hin und sind bald fertig. Ich kann gar nicht hinsehen. Ja, ich auch nicht. Gott, wir kriegen echtes Zeitproblem, ne? Und wir sind halt auch ewig noch nicht fertig. Nein, und ich verpasse den Checkpoint. Fuck. Aber mal im Ernst, wie lang ist denn das noch? Da kommt noch voll viel. Krass. Aber zumindest schon mal weitergekommen. Gott, mit dem Hubschrauber wäre das so easy. Nicht mehr hören, aber ich kann ihn auch nicht ausstellen. Das ist leider nicht das Bordradio. Wenn er einen Baum trifft, ist er Geschichte. Das war okay. Das ist immer noch okay. Jetzt nicht mehr. Die Brücke nervt ein bisschen. Wenn man da zwangsläufig ja in die Kurve gehen muss, ist es nicht so einfach. Ich frage mich auch, warum wir jedes Mal wieder in den Loading Screen kommen müssen. Das ist ein bisschen unnötig. Was du nicht sagst. Ein bisschen hochziehen, abbremsen. Ah, das ist alles gut. Wow, das war mehr Glück als Verstand. Die Frage ist, ob wir das jetzt zeitlich noch schaffen, weil jetzt haben wir ja schon wieder ein echtes Zeitproblem. Ich will vor allem gar nicht hinsehen, aber ich muss. Komm, flieg da durch. That was close. Das schaffen wir nicht. Das ist zu wenig Zeit. Die Uhr ist abgelaufen. Was? Ich war in dem scheiß Ring. Fängt schon gut an, falsche Taste am Anfang gedrückt, zum Gas geben. Komm, da haben wir jetzt am Anfang direkt 3-4 Sekunden verloren. Weißt du, bei jedem kleinen Kack verrecke ich, aber hier kann ich mit in den Baum fliegen, da passiert nichts. Nee, da haben wir am Anfang locker 3 Sekunden verloren, so knapp wie das hinten raus wird, brauche ich das gar nicht erst zu versuchen.
Offenbar nicht, wie der Versuch davor bewiesen hat. Guck mal bitte den Scheiß treffen. Eigentlich kann ich die Finger komplett von der Maus lassen. Können wir schießen? Dafür kann ich die Finger nicht von der Maus lassen. Aber zumindest sollte ich mich mit der Maus nicht umsehen, das ist eher tödlich. Ich habe C gedrückt, zum Abbremsen. Warum steigt er da aus? C, das ist nicht mal in der Nähe von E. Ach ja. Nein, das retten wir nicht mehr. Ich frage mich, ob ich die Brücke irgendwie anders anfliegen muss. Also ob ich die Kurve einfach früher nehmen muss. Oder später. Auf jeden Fall nicht so. Was? Wo sind wir da jetzt hängen geblieben? Das bin ich oft genug so knapp geflogen. Also manchmal habe ich echt das Gefühl, das ist ein bisschen sehr random. Aber okay. Wer braucht schon sinnige Hitboxen? Sekunden ist da nicht das Beste. Da verliert man halt so viel Zeit, weil die Checkpunkte so weit auseinander liegen und man halt echt keine Möglichkeit hat, schneller zu fliegen. Also ich könnte die Strecke wahrscheinlich noch enger nehmen. Genauso hier. Verlierst du halt locker 3 Sekunden, einfach weil die Checkpunkte so weit auseinander sind. Machst du nichts gegen. Den haben wir nicht gekriegt. Oh, am Arsch, das können wir jetzt vergessen. Komm, beweg dich. Ja, okay, nein. Einfach nein. Dass wir diesen Checkpoint nicht gekriegt haben. Bin ich da echt so knapp dran? Ich meine, offensichtlich, aber... Ist halt auch super schwer rauszufinden, wie weit man, also wie zentral man da durch muss. Und manchmal hat man so das Gefühl, es reicht, wenn irgendwie so
ein Flügel so ein bisschen reinragt und manchmal denkt man so, naja, also zumindest meine Beine waren drin, mein Kopf ja vielleicht nicht, aber es reicht dann trotzdem nicht. Ich frage mich, ob man abkürzen könnte und einfach. Aber die Ringe tauchen dann, glaube ich, einfach noch nicht auf, oder? Nicht aufsetzen, du Kack! Ich probiere im nächsten Versuch mal was aus. Halbe Sekunde später aufgesetzt, wären wir um das Haus rumgekommen. Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, was ich vorhabe, aber gucken wir mal. Ich meine, ich bin ja nicht verpflichtet, die Checkpoints mitzunehmen. Aber ich glaube, ich muss mindestens jeden zweiten mitnehmen. Weil sonst die danach nicht spawnen. Wobei, muss gleich mal drauf achten. Ja, es sind jetzt nämlich auch nur zwei da. Und erst wenn wir hier durch sind, spawnt der dahinter. Ja, okay, dann muss ich das gar nicht erst versuchen. Ich habe gedacht, wir fliegen einfach jetzt direkt rechts und sparen uns das Rumgegurke um die Insel. Aber nein, tun wir nicht. Das war echt verdammt knapp. Ach ja? Finde ich nicht. So, 15, 15, 15. Bremsen, Gas geben. Warum nicht die Bäume treffen? Nicht die. Der Punkt ist halt wirklich, wenn du halt einen minimalen Fehler machst, bist du halt sofort komplett raus. Ja, wenn die Folgen immer so 30 Minuten gehen, habe ich ja noch eine Minute. Wenn ich jetzt noch eine halbe Stunde dran sitze, ich will das jetzt schaffen. Ich kann gar nicht hinsehen. Vielleicht soll ich wirklich mein Gamepad anschließen. Wobei, auf die Steuerung, also sie ist immer noch nicht toll, aber ich komme inzwischen drauf klar einigermaßen. Wäre das die gute Idee? Weiß ich noch nicht. Nicht aufsetzen.
Ich auch nicht, aber ich muss. Okay, zeitlich ist nicht fantastisch, aber zumindest einigermaßen gut. So, die Frage ist, was kommt danach noch? Wenigstens sind die Ringe hier erstmal wieder einigermaßen dicht zusammen. Wenn er einen Baum trifft, ist er Geschichte. Jetzt müssen wir ein bisschen Zeitpolster rausarbeiten können. Oh Gott, das wird da gleich nochmal richtig schmal, oder? Und dann haben wir es. Jetzt müssen wir nur noch da durchkommen, ohne zu verrecken. Wuhu! Fucking finally! Holy shit. Was eine Kackmission, ey. Dafür ist in der Zwischenzeit auch mein Hubschrauber despawned. Bin nicht direkt da geparkt? Na, ganz toll. So, ich möchte bitte, auch wenn wir dann ein bisschen länger machen, noch irgendwas anderes machen, damit ich einfach irgendwas anderes gemacht habe. Nicht den Judge Boomer, aber sei es nur irgendwas einsammeln. Geil, Marvel dauert wahrscheinlich auch länger. Ach komm, wir gehen einfach hier hin, holen uns einen Hubschrauber. Fehlen uns eigentlich nur ein oder zwei Cheeseburger-Figuren? Hubschrauber, davon. Ich will nie wieder auf Drogen sein. Nicht? Erstaunlich. Nicht unbedingt auf Bliss, aber... Nein, Quatsch. So. Le Helikopter, da reicht auch mal der Standard. Wir brauchen keine Waffen. Ja. Fortsetzen. Gib mal her. Und dann eilen wir dahin. Ich glaube, dann brauche ich echt ein Päuschen. Klatsch Nixon ist echt so ein bisschen nervenaufreibend. Echt? Gott, das war... Ach, die 8-Bit-Pizza war es hier. Da hängen total unsere Freunde rum. Wenn wir sie nicht gerade im Team haben. Schätzchen. Gracie, Süße. Ejo. Ejo. Bam. Dann haben wir alle. Voll gut. Alles fit im Schritt? Die Leute, ey. Oh, ich habe ja auch gut geparkt. Geht klar. Ja, ich brauche ein Päuschen. Danke fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.